Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Part von One Piece Pirate Warriors 2. Zusammenbruch, Marine vs. Piraten, Whitebeard-Überzeugung Special steht an. Wir wissen, wie es geht und wir werden es diesmal nicht versemmeln. Noch einmal mit Luffy-Kun. Und ganz ehrlich, ich werde Whitebeard in Ruhe lassen, damit ich ihn überzeugen kann. Ich muss mich aufpassen. Toll. Ja. Du mich auch. Das kennen wir schon alles. Ja, Arschloch ist wie immer nicht zu überzeugen, aber wir können wenigstens den Alten überzeugen. Inzwischen wissen wir auch, wie es geht. Alles überspringen und jetzt kreuzen wir die Klingen, außer beim Teufelsdreier, da macht man sowas nicht. Was? Wer hat das gesagt? Was? Hä? Dom die Lie. Nur haben wir hier irgendwas, was wir einsammeln können? Komm her! Bats! Einmal schön Rakete spielen und Dams! Juhu! Stumper Gatterigan! Juhu! Voll geil! So, warte mal. Jetzt müssen wir einmal hier rüber. Wir machen einfach just for fun die Basis hier ein. So, dann haben wir schon mal ein kleines bisschen mehr Spielraum für unsere eigenen kriminellen Machenschaften. Nenne ich sie jetzt einfach mal ganz dumpf. Und bitteschön, mit besten Grüßen von Ace! Bam! Das kann ich auch, aber mit Haki. Noch aber den machen. Sna! Voll geil! Snake Shoot! Einmal nochmal da durch, man! Ah, rechtzeitig noch geschaltet! Habe ich so gerade im Augenwinkel gesehen. Das muss ich noch schnell einsammeln. Es geht nicht anders. Es tut mir leid. Huhu! Und für dich habe ich noch einmal ein Tatsumaki. Auch wenn er nicht wirklich getroffen hat, aber egal. Und den Anführer knüppeln wir mit einem gekonnten Hieb ins Jenseits. Yeah. Das ist meins. Auch wenn es so ein bisschen Gesundheit ist, die so voll ist, aber egal. Die Tore sind offen. Wir haben gleich Schnaps gesoffen. Zu Feier des Tages. Lalalala. Überhaupt nicht übertrieben! Boom, Baby! So, jetzt werden wir hier erst einmal eine Schneise der Verwüstung durch die Reihen der Gegner verfangen. Guck mal, wer da ist! Ein Pazifister! Guck mal, wer da war! Ein Pazifister! Warum hat er das eingesammelt, bevor ich das mache? Das ist ja auch wieder voll bescheuert gewesen, aber egal. Boah. Bam! Ey, es ist gerettet! Juhu! Wir sind so immer! Wir sind unter Abschluss! Yeah! Kommt nicht jetzt schon das hier? Komm schon. Mist, ey. Die müssen aber auch immer nur quatschen. Das nervt doch ein bisschen.
Ah, toll, jetzt wo ich alles verballert habe. Toll! Tolle Wurst. Und jetzt habe ich nichts mehr. Geil! Ich könnte kotzen. Hallo? Nichts? Gar nichts? Hallo? Ach, Akainu macht sich auf den Weg nach Ace. Alles klar. Jetzt schnall ich die ganze Kacke erst einmal. Wir müssen ihn aufhalten. Auf jeden Fall aufhalten. Und zwar mit Schmackes. Komm her! Komm her! Da, 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 da. Hat er verdient. Der miese Hund. Zack, 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 zack. Alles klar, er hat sich erstmal die Beinchen und angeknackt, jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Ist alles voll. Halt, die dürfen wir nicht vergessen. Patz! Eine Goldmünze, juhu! Jetzt müssen wir erstmal Ace hier unterstutzen. Einfach mal umrasieren hier. Da habe ich doch eben noch was gesehen. Meins! Und damit wir gleich noch ein bisschen mit Zorro-Action haben, machen wir aber den hier voll ins Leere. Aber es ist auch scheißegal. Hauptsache, wir können mit Zorro ein bisschen Action machen. Upsa! Ja, typisch Zorro, falsche Richtung. Ah, ich bitte dich, ey. Geh doch einfach weiter. Was bist du für ein Idiot? Hallo, geh weiter. Ach, der ist doch so doof, der Junge. Kein Wunder, dass er stirbt. Mann, geh weiter! Hammer, Alter! Wie kann man so verschallert sein? Jetzt reicht's aber! Ja! Komm her! Bam! Idioten, Schrotthaufen hier. Jetzt nimm das! Verpiss dich! So, einmal noch da durchsensen und... Oh, alles klar. Jetzt geht das wieder los. Na? Es lädt wieder einmal eine halbe Ewigkeit. Wir drücken es weg, wir haben es im letzten Part gesehen. So, und du beißt jetzt endlich ins Gras. Ist das witzig? So. Zombie, ja, ja. Du mich auch. Du mich auch, Zombie. Wir müssen den Alten überzeugen. Und wir dürfen es nicht verkimmeln. Oh, guck mal, wer da ist. Mann. Was? Alter, es war gerade alles weg. Schwanerei. Verpisst euch. Schön, dass er einsieht, dass es nicht gut ist, was hier gerade passiert. Oh, beunruhigend. Überzeuge Whitebeard. Ah, ich muss sie jetzt wieder dahin führen, oder was? Das ist ja wieder ganz toll. Upsa, falsche Richtung. Ah! Treffe ich wenigstens welche? Ja, ich treffe einige. Das ist geil.
Aber das schaffen die alleine. Ich muss da hinten in die Ecke und Josu ein bisschen unterstützen, weil der braucht ein bisschen Hilfe. Er ist ein bisschen schwach auf dem Brust, muss man einfach mal wissen. Jetzt einmal den hier. Und durch die Menge prügeln. Schnauze, ihr unterernährten Idioten. Ich kämpfe gerade voll gegen die Falschen, aber auch egal. Ah, er ist schon hier. Marco steht kurz vor... Was? Kann gar nicht sein. Was ist denn nur für Schlaffis? Ah, falscher Weg. Alter, die Wege sind hier echt kacke. Erstmal die hier kaputt hauen. So. Einmal ausschalten. Ey, es hat begonnen, Whitebeard zu überzeugen. Das ist sehr schön. Mann, jetzt mach hinne! Eingenommen, sehr schön. Verpiss dich. Jetzt müssen wir hier noch mithelfen. Oh, deswegen. Eieiei. Hilfe! Hilfe! Ach man, hier einmal draufhauen. Dann lassen wir den Alten auch wieder in Ruhe. Jetzt müssen wir nämlich dem Blödmann hier helfen, weiterzukommen. Meine Fresse, das ist ein bisschen nervig. Whitebeard ist verletzt, was du nicht sagst. Ich hau ja auch drauf. Was machen wir mal? Oh, ihr seid so nervig. Alle nervig. Geh weiter. Geh weiter. Einfach weiter. Anstatt ihr einfach weitergeht. Jawohl. Endlich, Mann! Ah. Ich wollte schon sagen, Alter. Jawohl. Jawohl! Huch. Was? Jetzt? Ja, alles klar. Oh, vernichten. Doch, glaub es mal lieber, Dickerchen. Jetzt gibt's Saures! Und
und einmal richtig auf die Fresse. Die Bedingungen zum Sieg haben sich geändert. Dann ja, immer raus damit. Siegetich und seine Begleiter. Das kannst du gerne haben. Erst aber einmal den hier. Bam! Jetzt machen wir mal volle Randale! Oh, verdammt, das wollte ich jetzt nicht so machen, aber egal! Treffen wir ihn? Ja, wir treffen ihn aber aufs Übelste. Jetzt reicht's ja mit dir. Fettes Schweinchen, du. Gib mir deine Münze und ich sag dir, dass du nichts drauf hast. Einmal den machen, damit wir einmal bam, 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 bam. Und damit Zorro, da oben sehe ich doch gerade ein bisschen Trouble in der Hut. Was? Was ist jetzt? Ah! Da ist wohl jemand angepisst, hä? Mist, wieder falsche Richtung. Aha. So, jetzt kriegst du aufs Maul, Dickerchen. Lass mal das Ding ausmachen. So. Der ist echt schnell dafür, dass er fett ist. Muss man ja mal aua sagen. Treffe ich ihn überhaupt? Ich glaube nicht. Nö, natürlich nicht. Aua. Jetzt aber. Und weil wir es so schön finden, noch einmal richtig voll in die Wampe rein. Niemand hält mich davon ab, da oben mal für Ordnung zu sorgen. Oh, ich muss hier entlang. Geht mal aus dem Weg. Warum macht ihr nichts? Helft doch mal da hinten ein bisschen mit. Jetzt so unnütz, ihr Idioten. Wo ist es? Ah. Komm her, mein kleiner Freund. Herr von zu Funkenspitz. So. Und voll auf die 12. Und Zorme! Kennst du ja schon, was? Ha, Mission abgeschlossen, erledigt. Eine Münze. Bam! Komm, jetzt machen wir den für zwei Zombies. Voll megamäßig. Ah, und Gab muss jetzt die anderen beiden, muss jetzt die Pfeifen da oben überzeugen, dass es sich lohnt, mit uns zusammen zu kämpfen. Finde ich toll. Da stellt sich jetzt auch nichts im Weg, das ist sehr schön. Können wir jetzt wieder nach unten stürmen und weiter Randale schieben. Also lassen wir mal die Marienidioten heile, damit sie uns unterstützen können. So. Gehen wir jetzt erstmal nach unten. Und maximal Maximum Damage. Im Rückzug. So viel dazu. Ich glaube, ich muss Gab doch noch ein bisschen helfen. Er ist ja auf unserer Seite, deswegen wollen sie jetzt nicht kooperieren. Ach, habe ich ganz vergessen. Ich bin so doof. Und da sind noch ein paar gelbe Idioten unterwegs. Das ist nicht toll.
Geh mal aus dem Weg! Ah, Hurenbock! Mensch, 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 wie kann man nur so nervig sein? Was macht der denn? Geh doch da rein! Gott, mein Schwein pfeift! Aber wir wollen Kizaru zu überzeugen. Ah, überzeugen nennt er das also. So, jetzt gibt's erstmal richtig Backenfutter. Bad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 a. Haut einfach ab, ey. So, jetzt werden wir erstmal dem Alten hier ein bisschen zur Hand gehen. Achso, ist jetzt unsers. Okay. Haben wir super erledigt. Sehr geil. Unsere Streitmacht ist auch mal riesig groß. Beginnen ihren Vormarsch. Sehr schön. Da wollen wir mal da unten einen Besuch abstatten. Da waren wir noch nicht fertig, ne? Oh, guck mal, wer da ist. Ein Doppelmann! Lass mal hier Randale schieben. Noms, meins, meins. Den nehmen wir uns auf. Denn der kleine dicke Klumpen hier möchte wieder auf Small kriegen, habe ich gehört. Und jetzt, bitteschön, volle Breitseite. Im Rückzug. Na, hast du was für mich? Nö, hat er nicht. Schade eigentlich. Aber er verpisst sich, das ist schon mal ganz nett. Kann ich auch mitleben. Territorium eingenommen und die letzten Zombies müssen weichen. Den hier nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Los, Zorro! Captain! Meins. Machen wir einfach mal den hier, damit wir dann das Ding da trinken können. Jetzt habe ich es, meine Güte. Ja, mit dem Rum. Nom nom nom. Gleich drei auf einmal. Sehr schön, alle auf einmal weg. Und tschüss. Josh! So geht das. Schön durch. Einmal eine Münze einheimsen. Dann hauen wir nochmal richtig schön auf die Kacke. Auf das der Basenanführer sein schäbiges Haupt zeigt. Den wir sofort aus dem Leben klatschen. Bitteschön und auf Wiedersehen. Mein Territorium. Also schon über 2000 Kills, das ist übertrieben. Jo. Sofort können wir das einsetzen. Also Zorro beschwören. Bam. Ist das für den gereicht? Was ist das für ein Schlaffi? Schlaffi im Vergleich zu Raffi. Ah, Moria schon wieder. Der lernt es auch nie. Komm her. Alter. Wo ist er? Der tut einem voll leid, ey. Keine Chance, der alte Klumpen. Und der kriegt auch nochmal aufs Maul. Und tschüss! Tschüss, verschwinde, habe ich gesagt. Und? Ja, jetzt kommt, ich glaube, Jinbei und Hau die alle weg. Keine Ahnung. Morias wahre Form ist ja schon wohl auch Zeit. Feigling. Feigling! Warte, Feigling!
Ja, damit. Noms, noms, noms. Wie die da daher marschieren. Die Idioten. In Schwierigkeiten interessiert mich nicht. Ich habe große Ziele. Ah, das hast du wohl so gedacht, was? Dreh dich nicht um, der Plumpser geht herum. Du hast keine Chance, Moria! Und den Gnadenstoß. Erfolgreich gemeistert. Juhu. Alter! Was geht jetzt ab? Na schade, wir waren auch sehr rücksichtslos, so wie Raffi immer ist beim Kämpfen. Eieiei, was ist denn jetzt kaputt? Finde ich ja jetzt sehr geil. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Juhu! Cool. Endlich zeigt er sich, Mann, ey. Stimmt doch gar nicht. お前らに任せておけば、ことは片付くと思っていたが、そう簡単にはいかねえらしい。赤犬とキザルが消えちまった以上、奴らが敵に回る可能性もある。そうなりゃ、もう海軍の兵力は当てにならねえ。 Alter, wie auf einmal geht, ey. Boom, boom. おっさん、もう大丈夫なのか。厄介かけたな、小僧。俺も麦わら白ひげ連合に入れてもらおう。少しは役に立てるだろう。歓迎するぜ、味方は多い方がいい。いや、geil。勘違いはするな。俺がお前らに協力する理由は。 Ja, der geborene Taktiker. それが済めば、お前らとは敵だ。ワンピースは俺がいただく。それで十分だ。トラオ、よろしく頼む。今はとにかく黒ひげを探さねえとな。 Geilo! Endlich ist Ravi mit dabei! Schon ewig nicht mehr gehabt! Mann! Ich will kein Geld mehr ausgeben! Münzen!
Hey, zwei neue, wie cool. Ein Arsch voll Geld, du kannst jetzt Whitebeard spielen. Oh ja, geil. Oh ja, geil. Von diesem Lock von Law, oh ja, geil. Ist ja schon mal klar, was wir im nächsten Part als allererstes machen werden, ne? Wie geilo. Gefällt mir sehr, endlich. Boah, mal Zeit, ey. Ha! Geil. Oh. Oh. Zerschlagene Gerechtigkeit, Level 45. Jetzt wird's anspruchsvoll. Juhu. Geil. Ich freue mich. Voll cool. Würde ich auch mal behaupten, im nächsten Part geht's im letzten Kapitel endlich mit der zerschlagenen Gerechtigkeit weiter. Ich freue mich riesig. Wird auch Zeit, ey. Und ich erkenne Whitebeard und dann, also die beiden Münzen, Whitebeard, die Eiche Maxim und Enels Stab, glaube ich, ne? Sein Freudenfühler. Aus Gold. In einer Münze. Pfui. Ist bestimmt braun. Auf jeden Fall, das war's für heute. Morgen geht's weiter mit dem letzten Kapitel. Endlich, ich habe mich riesig drauf gefreut und auch Zeit. Und in dem Sinne, arrivederci, meine kleinen Macaronis. Und bis morgen im nächsten Part. Tschüss.